Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut, der Mac Urago, und diese Therapie hier ist kostenlos. Wir sind direkt in so einem schicken Militärbunker drinnen, wo gerade die bösen Jungs, die da drüben liegen, die Selbstzerstörung ausgelöst haben und uns tierisch eins auf die Nase gehauen haben. Ist nicht so wirklich super. So, machen wir mal das Türchen hier auf, schauen wir um die Ecke. Gleich haben wir einfach Glück. So, wow. Das dürfte wahrscheinlich unser größtes Glück gewesen sein, dass wir die Freunde gleich erwischt haben, bevor die irgendwas anstellen konnten. So, mal gucken, was wir dabei haben. Looten, looten. Wow, zwei Painkiller. Die ziehen wir erstmal gleich rein. Sind wahrscheinlich dringend notwendig. Wow, das war echt eine Glücksaktion. Schnell geschalten und wir hatten Ergebnisse, würde ich mal meinen. So sieht es hier aus. Wechseln wir mal hier rüber. Vorsichtig die Tür hier aufmachen. Gucken. Keiner da. Okay, außer er hier. Er hier, der moderne Türstopper, würde ich mal meinen. Sieht super aus. Alles klar. Freut mich, sind wir relativ gut durchgekommen hier an der Ecke. So, Test Facility. Da geht es dann wohl weiter. Okay. Jemand da? Huhu, ist hier wer? Nein. Und der Alarm ist ein bisschen nervtötend. So, hier ist auch nichts. Ah, ein Keypanel. Like everything else in the Valkyr case, the door code was a mystery to me. So, das nicht gut, da kommt er leider nicht weiter, da kennt er den Code nicht. Hier liegt auch schon einer rum. Selexus. Mist. Da brauchen wir auch einen Pin. Können wir die dämliche Selbstzerstörung deaktivieren? Nein, auch nicht. Scheint ja alles super zu laufen hier. Okay, hier haben wir noch eine Tür, die können wir öffnen. Okay, da liegt auch einer rum. Hier ist nichts, da sehe ich niemanden. Tür öffnen. Eine Kammer. Tür, Warning. Nur für autorisiertes Personal. Okay, hier liegt einer rum. Ah, wir haben gefunden, was wir brauchen. Unseren Exekutor. The half-life of the lab rat had ended online, his password blinking on the screen. 665, the neighbor of the beast. Das stimmt so nicht ganz. Ich glaube, war das nicht 666, der Number of the Beast? Air Control. Prozess. Ah. Aber da kommen wir nicht rein, weil nämlich da die Tür zu. Da brauchen wir wahrscheinlich Hilfe irgendwie. Steht da was Interessantes? Nein. Okay. Erst machen wir unseren schicken, Geheimcode, sage ich mal. Mal gucken, ob der auch hier funktioniert. Ja, super. Wir haben überall die gleichen Codes hingebastelt. So, Keule nehmen. Schauen nochmal hier, vielleicht die Kisten öffnen können. Nein, die Kisten sind aus Titan. Da haben wir gar keine Chance. Okay. Aber wir probieren mal unseren Code jetzt hier aus. Tata. Und der ein Fahrstuhl. Ich hoffe mal, der geht nach oben, weil ich habe keine Lust mehr hier auf den Bunker. Und es geht nach unten. Nach unten halt. Okay, eine kleine Fahrt nach unten. Deckung, volle Deckung. Da passiert nichts mehr. Block B. So, Deckung. Ah, irgendwie ein Zelltrag. Oh, hier ist einer drinnen. Hallo, du? Okay, der ist nicht zu gebrauchen. Der ist matschig im Birne. Hier ist nirgendwo jemand drinne. Ah, da ist noch jemand drinne. Oh, der scheint ein bisschen fit in der Birne zu sein. Mal gucken, was der uns zu erzählen hat. Thanks. I thought I was gonna die in there for sure. I need you to get me through the decontamination chamber airlock. You're crazy. No way. The place is blowing up for Christ's sakes. Either that or back to the cell. Your choice. Okay, okay, I'll do it. I'll do it. Okay, der möchte uns dann doch dringend helfen. So, dann machen wir mal kurz einen Quick Save. Man weiß ja nie. Vielleicht ist es für irgendwas von Nutzen. Ja, nicht hetzen, Alter. Okay, wir fahren nach oben. Bisschen. Düm, düm, düm. Fahrstuhlmusik. Düm, düm, bum, bum. Okay. Aha, wir sind oben. Hier liegen auch Palette Leute rum. Okay. Okay. Mist, damit hat's.
Da hat's leider unseren Assistenten zerlegt, beziehungsweise... Ja, mach mal keine Hektik, Alter. Vor kurzem hocktest du noch in der Zelle, da war noch gar keine Hektik für dich da. So. Okay, jetzt geht's hier weiter. Okay, hier sind auch noch ein paar drinne. Wow. Jetzt sind wir noch relativ glücklich gerade durchgekommen. Überraschenderweise. Es hat schon Vorteile, wenn man ein bisschen Vorkenntnisse hat, dass sie da kommen. Ich glaube, sonst hätte man... Hallo, Tür. Alles klar, Tür auf. So. So. Okay, der verpisst sich, unser Freund. Alles klar. Okay, scheint nicht weit gekommen zu sein, so wie sie das anhörte. Oh, 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 oh. Aua. Wir sollten dann wahrscheinlich nicht in dieser Scheibe stehen. Und wir sollten vielleicht passende Momente quicksaven. Das steigert nämlich den Spielspaß und wir müssen den ganzen Quatsch nicht x-mal nochmal machen. So, werfen wir lieber mal davon ein. So, wir wissen ja nun, dass da die bösen Boom kommen. Nachgeladen haben wir auch schon. So. Lau nicht so optimal. Okay. Besser ging es jetzt nicht. Damit müssen wir es leben, würde ich mal meinen. So, Freund, drück mal schnell den Knopf und der Alarm geht mir langsam auf den Keks. So, kurz nachladen. Wir wissen das hier rein. Ja, tschüss, mein Freund. Winke, winke, grüß Frau und meine Kinder. Okay, wir sind hier durch. Okay, wir müssen auf alle Fälle in Deckung gehen. Okay, den hat es jetzt zerlegt. Alles klar. Die wissen nicht, dass wir hier sind. Das ist schon mal schick. Aber wir wissen, dass sie da sind. So, Tür öffnen hier. Ein schickes Labor. Interessant. Gibt es hier wenigstens ein paar Painkillers? Wäre vielleicht nicht schlecht. Weil in so einem Labor gibt es auch immer Verletzte und so. Da sollte es doch Painkillers geben. Aber nix da. Keine Painkiller. Und schon wieder ein Fahrstuhl. Auch ich glaube, dass dieser Fahrstuhl uns wahrscheinlich nicht nach oben bringt. Und drücken. Es geht wieder nach unten. Irgendwie habe ich keine Lust mehr auf Fahrstühle, weil die fahren immer nach... In the middle of the deadly web that was the Valkyrie case. Okay, ich nehme alles zurück. Momentan mag ich doch lieber Fahrstühle. In den Fahrstühlen sind nämlich keine Laser-Sprengladungen drin. So, lassen wir mal die Tür gucken, ob wir irgendwie noch ein paar von den Freunden zerlegt kriegen. Vielleicht den da. Oder die da. Okay, die ist auch weg. Die sind natürlich übel hier. Die werden wir wahrscheinlich gar nicht so geknackt kriegen. So, dann müssen wir wahrscheinlich ein bisschen springen. Genau. Hopsi, hopsi, würde ich ja angesagt. Ja. Da ist noch einer von den Freunden. Wir können aber nicht so weit endlos zurückgehen. Ja, man knapp sollte ich die auch noch. Alles klar hier. Lab Terminals had the project logo on the screen. Okay, da ist ein Logo on the screen. Das interessiert den Max Payne. Mich interessieren aber erstmal die Sprengfallen. Ich mag die nicht unbedingt einsammeln. So, die beiden da auch nochmal. Okay, die biegen gleichzeitig hoch. Und dann hatten wir noch die da. Wer baut so einen Quatsch da an so eine Kiste an? Ja. Okay, der Max interessiert sich für diesen lustigen Screen. Dann schauen wir doch mal nach, was der Screen so Schönes für uns hat. Top Secret. Project Valhalla. US Army. Yggdrasil Network. Valhalla. The otherworldly place in Norse mythology where the bravest heroes spent their afterlife feasting and fighting forever. Their wounds miraculously healed night after night. Valkyr. The maidens who chose the most courageous Viking warriors and carried them to Valhalla. 1991. The research objective is to create a chemical substance to enhance the stamina and morale of infantry troops. 1995. Results unsatisfactory. Project cancelled. Someone had decided to continue the sick experiment unauthorized.
Project compromised. Data leak. Fix the damage by any means necessary. Security clearance red. Authorized by the project lead. Field test. Double the dosage for all the remaining test subjects. Observe and record the subject's behavior in an urban setting. The drop-off point was my old address in New Jersey. The file dated 3 years ago. Uh-oh. Just when you thought you had reached the deepest depths of horror, it suddenly got worse. How to turn off that small voice inside your head that started to whisper that you should be glad that now, if not before, your revenge was justifiable on any conceivable moral scale. That small voice proved, beyond any doubt, that I was damned. Yo, das sind ja ganz interessante Neuigkeiten. A long time ago, there was nothing more for me here. The bunker's name was acting as a self-fulfilling prophecy. So, das waren viele neue interessante Infos, und zwar einmal, dass Valkyr Teile des des Projekt Valhalla ist, was ein Militärprojekt ist und ein Golfkrieg entstanden ist. So wie es da stand, wurde das 1995 eingestellt. Aber irgendjemand hatte da andere Interessen und hat es weitergeführt. Dass es weitergeführt wurde, führte irgendwo zu einem Memory Leak, die Memory zu einem Data Leak. Die Information ist irgendwie entfleucht und wahrscheinlich war es Michelle. Weil es hieß, dass das Leck geschlossen werden musste und eine Adresse direkt dahin führte. Und vermutlich steckte Mutti schwere Zunge, würde ich sagen. Vermutlich steckt da dann Valkyr dahinter, beziehungsweise Valhalla, und hat unsere Frau getötet. Mehr brauchen wir momentan nicht wissen. Schauen wir mal weiter. Okay, hier sieht's gut. Ah! Alles klar, hier ist der arme Medicman, den die Securities hier zerlegt haben. Machen wir mal kurz einen Quick-Save für alle Fälle. Weil wir wollen sicher gehen, dass das böse Personal da nicht noch um die Ecke steht. Autorisiert, alles klar, und raus. Okay. Aua. Okay. Hallo, Tür auf. Tür auf. Scheiß Countdown. Gucken, können wir irgendwie die Scheibe. Wow. Ah. Wir haben die Laser erwischt und das hat die Tür geöffnet. Okay, wir flinke Füße. Ich hasse Countdowns. So. Schnell den Knopf drücken. Ich hoffe mal, der Fahrstuhl führt uns dann nach oben. Aua, 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 aua. Ich würde sagen, auf dem Gitter sollten wir nicht stehen. Jetzt haben wir ungefähr ein Gefühl, wie sich Bratwürste auf dem Grill, auf dem Rost fühlen. Ich glaube ungefähr so. Okay, Max, lauf, lauf, lauf. Wow. You piece together a jigsaw and the final picture is you finishing that same puzzle. A mad, green-eyed killer standing behind you. An urban legend come true. The Project Valhalla test subjects had been the mad junkies who had murdered my loved ones. The rest was simple body count math. It all pointed to her. Ms. Valkyr. The factory went up in a fiery inferno behind me. All my leads were dead, turned to smoke and dust. I'd lost my way. I hadn't slept in a million years. So, wo geht's aber jetzt weiter? Wir haben noch ein paar Probleme zu lösen. I felt thin as death. I've been living on an endless supply of week-old donuts. They were fuel for this crazy furnace inside my head. I couldn't remember when I had last seen the sun. I was on a permanent graveyard shift. When the darkness fell, New York City became something else. Any old Sinatra song notwithstanding. Bad things happened in the night, on the streets of that other city. Noir York City. I was in an all-night diner, downing cup after cup of coffee that tasted like engine oil, when a new message from BB got me back on the killer track. What the hell happened at Roscoe Street? Maxie, I'm going out on a limb here. We need to talk this through, come up with a plan. 2:30 a.m., the Choir Communications Garage. The more I thought about Alex's murder and the frame-up, the more it felt like an inside job. I should have seen it coming. BB had sold me out, and now he wanted to finish what he'd started. The garage was dead. BB showed up in his tailor-made suit, gold watch, and cufflinks to match.
all way beyond a cop's pay. Maxie. Oozing suave charm, he was guilty as hell. What the hell does BB stand for anyway? Backstabbing bastard? Come on, don't be like that. Have a cigar. I don't smoke. Maxie, you have no idea how big this is. It's huge. You have no idea. I think I do. You're a bribe-taking bent cop who sold out his partner. Those mobsters in the subway were a dead giveaway. Hard to miss. Bet it was exactly like this with Alex. Up close and personal. You can't win this one, Max. No, but I can make damn sure none of you do either. BB turned out to be another cardboard cutout bad guy. Bad cop on the take. A cowardly right-hand man fleeing from the scene, leaving his paid thugs to do his dirty work. Oh, die Ereignisse scheint ja hier zu überschlagen, förmlich, genau wie die Freunde jetzt hier unbedingt uns töten wollen. Oh, Moment, mein Freundchen hier. So. Also, wir haben jetzt gerade mehr oder weniger erfahren, dass der Mörder von Alex einen Inside-Job war und dass es wahrscheinlich BB hier war, den wir hier gerade schick getroffen haben. Nun müssen wir irgendwie wahrscheinlich von dieser schicken Garage flüchten, doch das schaffen wir heute nicht mehr. Weil unsere Zeit ist nämlich rum, denn das war's nämlich heute schon für Let's Play Max Payne. Das Einzige, was jetzt bleibt, ist das hier. Willkommen auf meiner Endcard. Auf dieser schicken Endcard habt ihr einen Button für Google Plus, um mich in eure Kreise aufzunehmen, sowie einen schicken Button für YouTube. Da kurz geklickt und ihr habt den Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt und das erste Mal hier seid. Herzlich willkommen. Die beiden QR-Codes hier an der Seite, die führen euch zu Facebook und Twitter. Dort erreicht ihr mich etwas schneller und auch öfters, falls ihr Fragen und Anregungen habt. Das schicke Polaroid, das zeigt euch das, was wir letzte Woche am Sonntag getrieben haben, und zwar Let's Create Spore 24. Denn morgen geht es weiter mit der Spore. Und zwar Part 25. Mal schauen, was wir da so bauen und basteln. Sind ihr da auch mitten dabei, den Planet zu erobern? Doch ob wir das schaffen und wie, das müsst ihr herausfinden, indem ihr die Folge schaut. Also, ich freue mich darauf, eure Kommentare auch dort zu lesen. Eure Likes gefallen mir immer. Denn ich bin MacVurago und sag Servus und Ade.